In Teil 2 des BIM-Workflows mit Rhino, Grasshopper und Sophistic geht es um ein paar Vorbemerkungen für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Rhino und/oder Grasshopper haben. Wenn man Rhino neu öffnet, sieht das so aus. Wir sehen die Eingabeoberfläche, wollen uns hier aber gar nicht groß mit befassen, weil unsere Eingabe ja über Grasshopper erfolgen soll. Trotzdem hier zwei, drei wichtige Hinweise. Punkt 1 ist die Einheit, die Darstellungseinheit hier unten. Da steht Millimeter, rechte Maustaste, Einheiten, Einstellungen. Dann öffnet sich das Fenster Dokument Eigenschaften und hier stellen wir um auf Meter, weil wir unsere Brücke, unsere Achse in Meter Modelleinheiten einstellen wollen. Dann ist das da unten geändert und damit das auch geändert bleibt, sollten wir das Ganze auch abspeichern. Das zweite, was wir sehen, ist hier ein Eigenschaftenfenster. Das kann ich mal wegziehen und ich werde das auch schließen, damit ich möglichst viel Eingabefläche sehe. Wir werden wir gleich noch merken, warum. Weil Grasshopper nämlich viel des Bildschirms hier in Anspruch nehmen wird. Falls Sie dieses Panel wieder haben wollen, was ich gerade weggemacht habe, gehen Sie nach oben auf Panels Eigenschaften. Da ist es wieder. Und wenn man es hier links anfasst, kann man es dann dort auch wieder befestigen. Genau. Ich möchte es aber gar nicht haben, deswegen mache ich es weg. Und dann möchte ich mir zwei Ansichten einstellen. Zum einen nehme ich mal hier dieses Fenster weg. Das kann man zum Beispiel hier sagen, rechte, ne, auf den Pfeil klicken und dann einfach sagen, Ansichtsfenster schließen und hier auch nochmal Ansichtsfenster schließen und dieses ziehe ich mir mal ganz darüber und dieses hier ebenfalls. Und dann hätte ich gerne hier oben, wenn ich darauf klicke, gibt es hier diese Autos, das ist ganz, ganz hübsch gemacht, möchte ich eine Perspektive sehen und hier unten möchte ich von oben drauf schauen, eine Draufsicht haben. Damit jetzt diese Perspektive und die Draufsicht, also die Fenstereinstellung und auch diese Einheiteinstellung auch beibehalten wird, muss man sie eben auch mal abspeichern, speichern unter. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, ich habe es mir hier abgespeichert unter diesem Namen und Punkt 3DM ist eben ja, das Dateiformat von Rhino. So, jetzt wollen wir aber das Grasshopper starten. Man kann entweder hier oben Grasshopper reinschreiben, da sieht man schon, da kommt es. Oder aber, und das mache ich in der Regel Standard, auf Standard den Kartenreiter gehen und hier auf Grasshopper starten klicken. So, jetzt öffnet also unser Grasshopper und da sieht man schon, warum ich möglichst viel Bild vom Rhino haben wollte, weil sich das Ganze bei mir natürlich hier jetzt auf einem Bildschirm so darstellt, dass ich mit den beiden Programmen nebeneinander klarkommen muss. In der Regel arbeitet man ja mit zwei Bildschirmen und dann legt man sich jeweils ein Programm auf einen Bildschirm. Das ist kein Thema, aber hier für das Video, ja, teile ich mir das hier so ein bisschen auf, zwei Drittel, ein Drittel. Also, hier haben wir Grasshopper. Hier unten sieht man ja, die Möglichkeit, vorherige Files wieder zu öffnen. Das wollen wir nicht. Wir machen einfach eine neue Datei, new, neues Dokument. Wenn ich die rechte Maustaste hier gedrückt halte und die Maus bewege, dann sieht man, bewegt sich diese Oberfläche, die nennt sich Canvas. Und wenn ich am Mausrad drehe, dann zoomt man hier rein und raus. Hier oben sieht man die einzelnen Komponenten von Grasshopper. Das ist eine ganze Menge. Und hier hinten hat sich auch Sophistic eingehakt. Wenn Sie also die Sophistic-Schnittstelle haben, klar, die brauchen Sie natürlich, dann sehen wir auch die Komponenten von der Sophistic. Schauen wir uns mal eine erste Komponente an. Hier finden wir oben die Komponente Panel.
Ja, das ist eine Komponente, wo man Dinge eben reinschreiben kann und auch aus anderen Komponenten was herauslesen kann. Ich denke, Panel ist mit die am häufigsten verwendete Komponente überhaupt. Ja, ich klicke einmal drauf, lasse dann die Maus wieder los, dann ändert sich der Mauszeiger und jetzt kann ich irgendwo diese Komponente ablegen, indem ich wieder die linke Maustaste drücke. Dann sieht das entsprechend so aus. Hier steht schon, was man tun soll. Man soll doppelklicken, dann kann man hier nämlich was reinschreiben, entweder irgendwelche Werte oder auch Texte. Wenn man Return drückt, kommt man eben auf die nächste Zeile. Wenn man fertig ist, klickt man einfach hier auf den Canvas. Dann sehen wir hier oben steht jetzt auch Panel. Wenn wir nochmal drauf gehen und rechte Maustaste drücken, können wir das hier abändern und dem Kind einen anderen Namen geben. Ich möchte zum Beispiel die Längen der Achse hier eintragen. Schreibe deswegen Längen rein und dann steht das da. Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele von diesen Komponenten und manchmal, vor allem wenn man fremde ja, Dateien sieht, fällt es manchmal schwer zu verstehen, wo kommt denn diese Komponente her? Was ist das für eine? Beim Panel ist es natürlich simpel, aber trotzdem ein wirklich eine schöne Sache, die hier Grasshopper eingebaut hat. Ich drücke jetzt die Steuerungstaste, halte sie gedrückt, drücke zusätzlich die Alt-Taste, halte sie ebenfalls gedrückt. Und wenn ich jetzt mit der Maus hier über diese Komponente drüber gehe, kommt dieses I-Zeichen auf blauem Hintergrund. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich die linke Maustaste ebenfalls drücke und gedrückt halte, ja, dann zeigt mir Grasshopper an, von wo denn diese Komponente kommt, wo ich sie wiederfinde. Ich halte also im Moment drei Tasten gedrückt und erst wenn ich wieder eine Taste loslasse, verschwindet diese, wie ich finde, sehr, sehr schöne Animation. Noch eine Sache vorab. Wir nehmen mal hier direkt eine Sophistic-Komponente, die wir ohnehin gleich benötigen. Zum Beispiel Plan View Segment. Diese hier. Ich erkläre Ihnen gleich, worum es geht. Aber eine grundsätzliche Sache ist noch folgende, wie diese Komponenten dargestellt werden. Es gibt die Möglichkeit, diese Komponenten darzustellen hier mit diesem Logo oder Icon hier. Oder wenn ich das ausschalte, dann wird eben der Name der Komponente dargestellt. Der Name der Komponente ist natürlich praktisch, weil so finden wir diese Komponente auch leicht wieder, selbst ohne unseren Trick hier, weil wir, wenn wir Doppelklick machen auf Canvas, genau das eingeben könnten. Also Plan, View und da kommt es schon, Segment und dann habe ich das eben auch aufgerufen. Ich finde diese Darstellung aber irgendwie nicht so hübsch und teilweise auch wieder nicht leserlich. Deswegen finde ich eigentlich besser diese Darstellung mit den Icons. So, und jetzt gerade für so ein Video wäre es natürlich schön, wenn hier trotzdem dann nochmal immer die Komponente genau stünde. Gut, hier steht es in dem Fall sogar auch nochmal, aber es gibt Komponenten, da steht es nicht drüber. Und deswegen habe ich hier noch einen Zusatz installiert. Das brauchen Sie im Prinzip nicht, aber ich zeige Ihnen das gerade mal. Es gibt hier die Special Folders, es gibt Komponenten, gibt es ganz, ganz viele Komponenten, die man im Internet findet und zusätzlich installieren kann. Und ich habe hier diese Komponente Bifocals installiert. Werden Sie einfach finden, wenn Sie danach googeln, Grasshopper Komponente Bifocals. So, ich habe sie installiert und die findet man unter den Util Komponenten, das ist diese Brille. Wenn ich die hier drauf lege, dann sieht man schon, jetzt ist hier auch direkt die Bezeichnung der Komponente gekommen. Ich nehme mal eine andere Komponente, wo ja wirklich nichts dran steht. Also ohne dieses Bifocals würden Sie das hier nicht sehen. Ich kann es hier nochmal löschen. So, ja, also da steht hier nichts dran. Und damit Sie trotzdem jetzt herausfinden, wie diese Komponente heißt, dafür habe ich dieses
Bifocals hier installiert. Fragt man sich, warum steht denn hier jetzt nicht noch Panel drüber? Das liegt einfach daran, dass es eine Liste gibt mit Ausnahmen, die also grundsätzlich nicht dran geschrieben werden. Kann ich hier ausschalten, dann steht da auch Panel dran. Und über Bifocals steht auch Bifocals, aber das, ja, die meisten werden wissen, was ein Panel ist, deswegen kann man hier Ausnahmen definieren. So, also, das wäre der Hinweis zu Bifocals, damit Sie sich besser zurechtfinden. Dann noch der Hinweis zum Abspeichern. Wir hatten eben schon die Rhino-Datei abgespeichert. Die Grasshopper-Datei muss separat abgespeichert werden. Hat also immer zwei Dateien, die man auch speichern muss. Und dafür gehen Sie bitte hier auf Save Document und geben dem Kind einen Namen und speichern sich das irgendwo ab. Jetzt aber genug der Vorrede. Im nächsten Teil werden wir dann wirklich mit der AXT-Definition beginnen.